Heute nehme ich euch mit auf ein Event, das sich Metalheads Village nennt. Wir vergeben wie immer Sterne und ich erkläre euch, was Trivium und Aelstorm für mich bedeuten. Viel Spaß mit dem Moss Metal! Servus meine Damen und Herren, hier auf dem YouTube-Channel Luxiflip und Siflop, das wisst ihr bereits und wenn nicht, dann müsst ihr definitiv auf das einschalten. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Amas Metal, der Metal-Show mit dem gewissen Metal-Wert. Ihr habt wieder fleißig Kommentare geschrieben, dazu aber gleich. Erstmal möchte ich zu einem Event kommen, wo ich jetzt am Wochenende war und ich muss sagen, mir hat es wahnsinnig da dort gefallen. Bitteschön. Siffler und Tour wieder einmal auf dem Weg, dieses Mal nach Pilsting zum Metalheads Village. Da spielen ein paar Bands. Der Dr. Herr Josef Schnapsi hat uns eingeladen. Ich weiß nicht, ob er so heißt. Schnapsi hat uns eingeladen. Und wir fahren da jetzt hin nach Pilsting. Eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja, und ihr seht, was wir da dort so machen. Außer Bands aufschauen. So, jetzt haben wir den Veranstalter vom Metalheads Village da, der Schnapsi. Geht's euch gut? Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch aus einem anderen Video. Warte mal, gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Ja. Ah, schau mal, Licht. Das nette Toilettenlicht nehmen wir mit. Ja, und im Hintergrund steht das Feuer. Ja, richtig. Schnapsi, wo sind wir, was machen wir da? Ja, es ist relativ simpel. Metalheads Village, halt, was der Name verspricht. Wir haben mitten am Arsch der Welt, kann man so sagen, auf unserem großen Bahnhof. Nehmen wir es so. Und wir machen es uns gemütlich und genießen wir die Szene mit nette, so jetzt einmal Headliner und natürlich unsere Local Heroes, so wie es es erklärt und die Szene zu supporten. Wer veranstaltet das? Veranstalten tut der Verein Metalheads Against Indignity. Okay. Was macht der? Die Vereinsfrage, ganz einfach. Wir haben den Verein gegründet, um die Szene am Leben zu erhalten. Und das ist auch der Grundgedanke dieser Veranstaltung und der Grundgedanke dieser Benefizveranstaltung, die wollen wir auch machen. Okay. Also zusammengefasst, Metalheads Against Indignity e.V., dieser eingetragene Verein, wir der Veranstalter, haben zwei Veranstaltungen im Jahr. Einmal zugunsten der wohltätigen Einrichtung und unser Metalheads Village. Diese beiden Veranstaltungen machen wir einmal jährlich. Und gut ist, im Frühjahr, Sommer, Benefits und hier zu der etwas kälteren Saison, muss ich auch dazu sagen, nach der Festivalsaison, unser Village. Aber dafür habt ihr eine schöne Feuerschale, es ist eigentlich recht warm, ja, wenn man sich also dazu stellt. Man muss sie leider wegen wirklich machen und viele Leute haben halt da auch einen ersten Glühwein der Saison. Glühwein gibt es auch, oder genau. Lange Unterhosen. Glühwein, genau, wenn es dich friert, warum hast du keine lange Unterhosen? Genau. Dann, wer Bock hat, sich da mehr zu informieren, natürlich unten in der Videobeschreibung mal zum Verein auch was verlinkt.
Und ich danke dir, dass ich eingeladen worden bin. Ja, gern. Zu Events, die du veranstaltest, bin ich immer wieder gern da. Habt ihr können, kommen wir endlich mal miteinander trinken. Und das machen wir jetzt auch. Ja, Prost. Danke nochmal für den Jackie Cola. Ja, gern. Und jetzt warten wir noch, bis die Happy Hour um 22 Uhr losgeht, weil dann gibt es Jackie Cola ab 3 ja. Euro. Das macht ihr ja nur wegen mir, gib's doch zu. Ja, ich gib's zu. Nein. Es soll jeder seine Garde haben und man sitzt ja, glaube ich, im Hintergrund. Es soll gemütlich beisammen sein und da gehört ein Happy Hour mit einem gemütlichen Jackie Cola. Es ist eine wahnsinnig geile Location, muss ich echt sagen, in diesem Hof da herin. Dann, dass die Essensausgabe aus dem Silo raus ist, das finde ich auch, das hat was. Das ganze Ambiente ist gut. Die Veranstaltung ist gut organisiert, meiner Meinung nach. Also, ich kann es auf jeden Fall immer wieder weiter. So erkläre ich jetzt auch den Namen Village. Ja, weil, wenn ich noch nicht da waren, verstehe ich, wieso Village. Ja. Genau deswegen. Super. Ich danke dir, gern, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Und jetzt trinkt also, Leute, ich wünsche euch was. Prost nochmal. Ciao, zum Wohl. Alle wichtigen Informationen unten in der Videobeschreibung, auch zu dem Verein und natürlich auch zum Schnapsi. Ich muss echt sagen, es war eine geile Location. Ich habe jetzt da nicht so arg gefilmt, was die Location angeht, aber glaubt es mir einfach, das war ein Hof. In dem Hof war schön viel Platz. Es war bereits das dritte Mal und es scheint, als würde es Jahr für Jahr wachsen. Ich konnte es empfehlen. Nicht vergessen, wenn ihr da nächstes Jahr hingeht, alleine Unterhosen noch zum Ziehen, denn es war wirklich kalt, aber die Leute, die da dort waren, haben gesagt, letztes Jahr war es nicht so kalt. September ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man es nicht vorhersehen kann. Das Metalheads Village ist jedes Jahr am letzten September-Wochenende oder am 1. Oktober-Wochenende. Wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, dann passt es. Ansonsten alle wichtigen Informationen in der Videobeschreibung. Ihr habt es natürlich, zumindest der Großteil, das Lied von der letzten Mass Metal natürlich erraten. Es war Amonamath mit Twilight of the Thunder God. Dieses Mal gab es sogar zwei, die es falsch geraten haben. Macht aber nichts, kein Problem. Dafür gibt es in der jetzigen Folge natürlich wieder die Möglichkeit, einen Stern durch das richtige Erraten des Liedes zu gewinnen oder zu verliehen bekommen. War das richtig? Verliehen zu bekommen und ohne Umschweife jetzt direkt. Bitteschön.
Was wird gespielt? Schreibe Künstler und Titel in die Kommentare und bekomme am Ende der Staffel einen tollen Preis. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, unten in die Kommentare zu schreiben, was für Lied das war. Und ich verlose natürlich den Gewinner der letzten Woche. Und einen Stern auf die Siffler Ultras Sterneliste bekommt in dieser Woche Geugel. Geugel, herzlichen Glückwunsch. Ich schreibe dir natürlich jetzt gleich drauf. Herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal. Bevor wir aber jetzt zu einer kleinen Ankündigung kommen und den dieswöchigen Kommentar der Woche mit einem Stern küren, jetzt natürlich die Rubrik, die find ist am mütlichsten, und viel Spaß mit I und mein Kutten. I und mein Kutten. So, dala, eine neue Kutte, beziehungsweise neue Patches auf die Kutte. Wir haben jetzt Haters Paradise, Tankard und Powerwolf in der letzten Folge drauf genannt. Und jetzt nehmen wir einfach, und da schauen wir jetzt dazu nochmal, in die Box. Dieses Mal nehme ich bloß zwei, weil ich mir denke, ja, zwar lange zeitlich gesehen. Was haben wir denn da alles? Ah, nehmen wir doch gleich mal den, und zwar Aelstorm. Einmal Aelstorm und, was nehmen wir noch? Trivium nehmen wir auch noch. So, müssen wir aufpacken hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich damit gehe. Und zwar, wenn wir den da her machen und den da her, dann gibt es da irgendwie so ein Ungleichgewicht. Wenn wir den da oben hin machen, dann bleibt da irgendwie so ein Eck frei. Ich bin halt echt so ein Fan von symmetrisch. Das ist das Problem. Bauen wir einfach beide da hin und überlegen uns dann für da drüben andere. Fuck off! Was soll's? Einfach da hin. Zack. Erst einmal wieder festmachen mit Nadeln. Vielleicht gefällt es mir dann später anders besser, aber jetzt erstmal die Nadeln rein. Das Schlimmste am Nonan ist die Nadel. Moment. Wobei die jetzt schon leichter noch gingen, ich weiß nicht, sind das andere? Der Tanker war so locker. Das ist verbogen. Ich bin ja auch blöd und leg die Verbogener wieder zurück in die Schüssel. Boah, und diesmal verletze ich mich nicht, das sag ich gleich. Diesmal passe ich echt auf. Wenn ich mir meine zarten Fingerchen nicht kaputt mache. So, sind jetzt soweit dort. Jetzt kommen wir an. Aelstorm habe ich kennengelernt mal auf dem Rockharz, ich weiß nicht mehr welches Jahr, da habe ich sie vorher noch nicht gekannt und da habe ich auch mit dem Genre Pirate Metal das erste Mal so ein bisschen Berührung gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, wow geil, ich bin ja sowieso ein großer Pirates of the Caribbean Fan und überhaupt Johnny Depp Fan und damit verbinde ich halt die Musik auch irgendwie ein bisschen noch dazu. We Are Here to Drink Your Beer ist halt einfach mal ein geiles Lied und deshalb habe ich es auch in einer der letzten Mass Metal gespielt. Ich finde, sie haben jedes Mal einen geilen Auftritt hingelegt, wo ich sie gesehen habe und ich schaue es mir nach Möglichkeit immer gern wieder an. Sie verbreiten halt auf der Bühne auch diesen Pirate Flair irgendwie, nicht ganz so überzogen wie manche andere Band, sondern die machen das Ganze auch noch mit Spaß und es hat so ein bisschen Selbstironie, habe ich das Gefühl. Und weil ich Piraten einfach sau cool finde und die Mucke von Aelstorm
wie ich die damals am Rockharz gehört habe, das erste Mal live, wo ich einfach nur dran vorbeigegangen bin und dann stehen geblieben bin und dann doch den ganzen Gig angeschaut habe, bin ich danach instant zum Nuclear Blast Stand, glaube ich war es noch, ich bin mir jetzt nicht sicher, hingegangen und habe mir dann sofort eine CD von denen gekauft. Ich habe nur gesagt, was war das für Band? Ich hätte gerne eine CD von denen. Und dann die so, ja, haben wir da, passt. Einmal frei, habe ich mir gekauft. Habe ich mir dann ewig lang noch im Auto angehört. Und auch jetzt ab und zu schmeiße ich Elstorm rein und habe dann instant Spaß dran, weil mir die Musik einfach gefällt und weil ich eben so einen Bezug zu Piraten und irgendwie auch ein gewisses Freiheitsgefühl vermittelt wird durch die Musik. Das ist mein Gefühl bei Elstorm und deshalb kommt es bei mir auf die Kutten. Trivium sind auch eine der Bands, die mich quasi am Anfang meiner Metal-Karriere begleitet haben und die auch Grund waren, warum dass ich mit Musik machen angefangen habe, weil die Story der Band mich einfach so begeistert hat, dass sie quasi eine Schülerband waren und dadurch dann raus zum Metal und dann auch noch mit Erfolg gekommen sind. Das hat in gewisser Weise auch den Ansporn dafür gegeben, dass ich mit meiner Band auch musikrichtungstechnisch in die Richtung gegangen bin und somit auch den Ansporn gehabt habe, eine Band zu gründen im Endeffekt. Und damit dann auch aufzutreten und Musik zum Schreiben und einfach, was halt alles zur Band-Dasein dazugehört. Also Trivium verbinde ich sehr viel mit der Zeit, in der ich in der Band gespielt habe. Denn die habe ich kennengelernt über einen Musikkollegen von mir und auch andere Bands habe ich kennengelernt. Aber Trivium war da auch sehr richtungsweisend, was das Ganze angegangen ist und deswegen finde ich, auch wenn Trivium jetzt zum Beispiel musikalisch irgendwie ab und zu mal ein Album rausbringen, das nicht so der Hit ist, sondern die alten Sachen vor Shogun noch waren eben dann die, die ich kennengelernt habe, die ich lieben gelernt habe und mit denen ich auch die Bandzeit irgendwie noch verbinde und die Gedanken daran, wie geil das waren, die Bandpartys, die wir gefeiert haben, die Auftritte, die wir gehabt haben. Und deshalb kommt Trivium bei mir auf die Kutte. Ich habe meine Karten am Metalheads Village angehabt, mit den neuen Patches schon bereits da drauf. Und jemand von euch hat das auch sehr gut erkannt auf Instagram und hat gleich drunter geschrieben, oh, da sind zwei neue Patches drauf. Finde ich cool, dass ihr das so beobachtet, was ich dann so posten tue. Wer mir noch nicht folgt, sowohl Facebook oder Instagram, da poste ich immer, wo ich so unterwegs bin und ein paar Fotos und vielleicht das ein oder andere kleine Video. Jetzt kommen wir zu dem Kommentar der Woche von letzter Woche und dieses Mal war es sehr knapp, denn das Kommentar ist vor 2 Stunden oder was erst reingekommen und wir haben den Fall jetzt, dass der Erste seinen 2. Stern bekommt. Und zwar The Bearded One, Steve. Mein Kommentar, Hashtag Amas Metal, Hashtag die Letzten werden die Ersten sein. Ja, kann man fast so sagen. Fokus auf, heute mal einen kurzen. Hashtag Siffler on Tour. Die noch so kleine Party wird auch vom Siffler gecrashed und gehypt. Support the Underground. Sehe ich hier bayerische Parallelen zu Durch die Nacht aus dem Pott. Hashtag was wird gespült? Four Finger Siffy spült. Am Mond, am Arsch. Twilight of the Thunder God. Hashtag ich und mein Kutten, bleibt dabei, Kutten läuft, das Nähkästchen wird gut genutzt. Ein Drittel der Folgen haust du die Stories raus, damit es nicht eintönig bleibt. Erzähl zu einer Band eventuell eine witzige Anekdote vom Festival, auf dem du die gesehen hast, oder dein erstes Mal mit der Band. Ich meine natürlich live. Hashtag Kommentar der Woche. Find's erstaunlich, dass langsam meine Ultra-Buddies mehr aus sich rauskommen und Feedback in ausgeprägterer Version als war geil und will gewinnen raushauen. Raise your horns for yourself, Siffler Ultras. Endcard, da ich eher der Fototyp Rabe im Kohlenkeller bin, wird ein bewegtes Bild nur für Aufstände sorgen. Trotzdem geile Idee, let's be the Siffler Ultras with our versifften faces. Resümee wurde doch nicht kurz, sorry.
Hashtag SiflerUltras. Ich glaube, ihr versteht sofort alle, warum dass der Kommentar einen Stern bekommt. Erstens, weil es schon das zweite Mal ist, dass The Bearded One eine komplette Zusammenfassung der Folge gemacht hat, was ich geil finde, was ich wirklich, und da küre ich mit diesem Stern natürlich den Aufwand, den du betreibst, Steve. Muss nicht immer sein, aber ich danke dir natürlich dafür. Bin gespannt, was jetzt zukünftig noch für Kommentare kommen, denn ich habe nämlich was vor. Und zwar, die nächste Folge ist ja dann die fünfte Folge und ich möchte gerne alle 5 Folgen Sterne rausballern ohne Ende, damit es ein bisschen interessanter wird. Und zwar werde ich da dann alle Kommentare nochmal von der ersten bis zur fünften durchforsten, welche ich vielleicht an zweiter Stelle gesetzt hätte. Nicht das Kommentar der Woche, sondern das zweitbeste oder das drittbeste. Werd da mal 5 Kommentare raussuchen und die dann ebenfalls alle mit einem Stern küren. Es bekommt keiner einen zweiten Stern für das gleiche Kommentar natürlich. Das war ja Schmarrn. Aber das hätte ich für die nächste Folge vor. Also ballert Kommentare raus, die kreativ, lustig, informativ und eye-catching sind für mich. Wo ich mir vielleicht auch Gedanken drüber machen kann, wie man die Folge verbessern kann. Und einfach, ihr wisst, dieses coole Wort, das jeder YouTuber benutzt, konstruktive Kritik. Natürlich gibt es auch wieder einen Stern für das Lied, das ich die Woche gespielt habe. Also wer kein riesiges Kommentar nicht schreiben will oder wer sich jetzt da weniger Mühe geben will, der darf natürlich weiterhin an der Auslosung teilnehmen, indem er nur den Titel und das Lied reinschreibt. Habe ich jetzt kein Problem damit. Aber ich glaube, das Ganze macht es auch interessanter für die Leute, die gerne wirklich was gewinnen wollen. Denn ich habe mir jetzt endlich einen Preis rausgesucht. Und der wird mega für den einen oder anderen vielleicht. Ihr braucht es in der besagten Woche wahrscheinlich auch Zeit. Mehr sage ich noch nicht dazu. Aber es wird für mich nicht ganz billig. Aber ich, wie gesagt, ich will euch was zurückgeben. Und ich werde auch am Freitag noch was für euch haben, was ich euch zurückgeben kann für den einen oder anderen. Bleibt's droh, jetzt kommt auf jeden Fall die Endcard. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen in dieser Woche. Ich hoffe, ihr schreibt Kommentare. Schaut auf Facebook und auf Instagram vorbei. Da braucht ihr schon noch ein paar 1028 Follower, wenn ihr Bock habt, dass ihr da mit reinschaut. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr Bock auf die nächste Mars Metal habt, die ich für euch kredenzen werde, jetzt schon mit dem Wissen, dass ihr wieder einschaltet. Danke und pfiat's euch. Abonniere, like und kommentiere. Abonniere, like und trink mit mir. Werden Siffler Ultra, trinken Jackie Cola. Abonniere, like und kommentiere. Abonniere, like und trinken Bier. Abonniere, like und trink mit mir. Werden Siffler Ultra, trinken Jackie Cola. Abonniere, like und kommentiere.